Jo, hey. Ja, Leute, ich habe mich nach der Deutschlandtour hier so langsam wieder eingelebt und wieder voll im Arbeitsleben. Also machen was Schnelles und da es ja mein Schatz noch nicht hatte, werde ich heute nochmal die Frühlingsrollen in Baconmantel machen. Monolith heizt vor, Frühlingsrollen liegen auch da, aber schauen wir mal näher hin. Im Tourvideo Tag 2 kam das ja schon vor oder wird noch vorkommen, je nachdem, ob ich das Video vorher rausbringe oder nicht. Und zwar habe ich vom Lidl Frühlingsrollen eingekauft, dazu am Bacon, und die werden wir jetzt ganz einfach mit dem Bacon einwickeln und eventuell noch ein Wrap eurer Wahl, meiner Wahl, noch auf dem Bacon ein bisschen drauf tun. Muss nicht sein, kann man machen, und ich würde mal sagen, gehen wir am Tisch schnell rüber, da hocke ich mir gemütlich hin und dann bereiten wir die soweit vor. Und der Monolith, kann man oben den Deckel zumachen. Der ist dann auch schon schön einsatzbereit. Befeuert habe ich übrigens den Monolith mit den Liebfeuerkohlen. Da kamen auch weiter unten noch so riesen Monsterstücke raus. Und beim Keramikgrill, Leute, ich gebe euch nur den Tipp, nehmt es an Heißluftföhn oder direkten Luftleiter zum Anfeuern. Ich würde nie wieder in Keramikgrill oder auch in Weberkugel direkt mit Anzündern arbeiten. Gut, beim Anzündkamin ist es wurscht, aber nee. Ich bin der Meinung, ich habe es rausgeschmeckt. Ganz einfach. So ist es. Und jetzt gehen wir aber rüber. Also wie gesagt, wir machen das heute ganz chillig mit dem Kaffee auch noch. Oh. Ich bin einfach mausi vom Arbeiten. Und noch relativ fertig auch von der Deutschlandtour. Man mag es nicht glauben, aber das Ganze hat mich doch schon etwas geschlaucht. Aber jetzt packe ich erst einmal alles aus und dann geht's weiter. So, Freunde, wir nehmen uns jeweils immer 3 Streifen Bacon für eine Frühlingsrolle. Hat sich ja so sehr gut bewährt. Oh, ich habe hier einen sehr schönen erwischt. Schön dick. Der geile Effekt dabei ist ja, dass der Bacon ja sehr fettig ist und die Frühlingsrolle sozusagen dann im Baconfett rausgebacken wird. Ja, ich habe jetzt wieder den Ofen erwischt. Macht nichts, der ist gut. Da brauchen wir aber nicht allzu viel. Nur ein bisschen. Dann nehmen wir die Frühlingsrolle. Und wickeln die schön stramm im Bacon ein. Ja, wenn er nicht auseinanderfliegt. Weg ist er. So. Erste fertig. Und so mache ich jetzt alle. Und wenn die soweit fertig sind, können wir sie auch schon am Grillen überlegen. Ja, wie gesagt, ich mache es heute ganz gemütlich. Bis nachher gleich. Jo, dann wären wir soweit, die Dinger drauf zu hauen. Und Leute, warum habe ich heute wieder den Ofen genommen? Ja, ganz einfach, ich habe die ganzen anderen Gewürze noch nicht aus meiner Kiste ausgepackt, wo ich auf der Tour dabei hatte. Ja, und fliegen sicher versteckt natürlich, dann hauen wir sie drauf. Wir sind jetzt bei 200 Grad, Tendenz etwas noch steigend, und tun wir sie drauf. So.
komplett als indirekter Bereich eingerichtet. Vier Stück habe ich eben mit drei Bacon-Scheiben gemacht und die anderen vier Stück, ja, mit vier Scheiben. Warum? Ja, so ist der ganze Bacon aufgebraucht und es liegt nichts mehr herum. So, ein bisschen Abstand halten, dass sie nachher zusammenkleben. Ja Leute, und dann Deckel zu, grillen circa, ja, 25 Minuten in etwa. Tachovergleich 5 vor 7, also ja, so 20 nach 7, schauen wir wieder nach. Ja Freunde, warum mache ich, ach, der Kasimir wieder, lasse ich mich schon wieder ablenken, warum mache ich sowas mit Fertigprodukten? Ganz einfach. Die Sachen haben für mich auch eine Daseinsberechtigung und ich würde mal sagen, der Otto Normalbürger kauft sich das auch alles ein, was wir uns hier auch einkaufen. Wir sind auch nur Otto Normalbürger und ja, deswegen mache ich das so. Jetzt warten wir aber, bis es fertig ist. Dann machen wir noch einen richtig schönen Anschnitt und der Probierele. Ach ja, die Eunen, der eine Packen war übrigens mit Hähnchen und der andere mit Schweinefleisch. Dann gibt es die Frühlingsrollen noch mit Rind. Das habe ich aber ja schon bei Tourvideo Tag 2 gehabt. Und ja, mit Rind hat es mir nicht so lecker geschmeckt als wie mit Hähnchen. Ja, und jetzt probiere ich halt noch die Schweinerei auch noch mit aus. Ja. Ihr hört die Glocke, jetzt haben wir Simne, also noch 20 Minuten. So Leute, die 25 Minuten sind um. Jetzt schauen wir mal unseren asiatischen Frühlingstraum in Speckmantel an. Hoi, 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 hoi. Ja. Ich glaube, 5 Minuten geben wir noch dazu. Drehen wir sie einmal rum. Ja, ich glaube 5 Minuten können sie schon noch vertragen. Ja, lassen wir den Bacon noch von der anderen Seite ein bisschen aufknuspern. Und dann können wir auch schon essen. So Freunde, die 5 Minuten sind um. Vorsichtig anlupfen. Jawohl, gleich noch ein Beweisfoto machen. Holen wir mal die erste raus und werden die mal gleich anschneiden und zu gucken, ob sie gut sind. Jiha. Oh. Mal, ob sie komplett durch ist und machen gleichzeitig unser Probiererle. Ja, und als ob die Glocke direkt drauf gewartet hat. Mmh. Mmh. Sehr geil, sehr geil. Holen wir die anderen runter und gehen mal rüber zum Essen. Und wir sehen uns nachher noch zum Fazit. Leider habe ich keine Asia-Soße da, keine süß-sauer. Gut, dann muss halt eine Joppi-Soße herhalten. Ihr kennt sie noch nicht, zeige ich euch gleich. Ja, essen. Sieht das nicht geil aus? Ja Leute, das ist die Joppi-Sauce, das ist auch so holländische. Die hat mir damals die Rita Kruse mitgebracht.
muss ich unbedingt erwähnen. Danke dafür nochmal. Und ja, Süß-Sauer-Soße wäre dazu natürlich jetzt perfekt, aber an die habe ich nicht gedacht. Okay, wir sehen uns nachher. So, meine Lieben, dann kommen wir noch zum Fazit. Sehr lecker, wirklich sehr lecker. Ich muss aber wirklich sagen, nehmt nur die Hähnchenfrühlingsrollen. Rind ist am dritten Platz gelandet, mit Schwein am zweiten Platz, und eindeutiger Sieger ist in dem Falle jetzt Chicken, also die Frühlingsrollen mit Hähnchen. Schmeckt einfach am aller geilsten. Oder Schatz, was sagst du dazu? Ja. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben sie ja bei Tag 2 beim Beef Buddy auf dem Gasgrill gemacht. Und meine persönliche Meinung vom Holzkohlegrill, Holzgrill schmeckt wirklich anders als vom Gasgrill, weil Holzkohle verbrennt, Holzkohle sondert Rauch ab, Holzkohle gibt ein eigenes Geschmacksaroma. Also, das ist meine persönliche Meinung. Tut mir leid, wer jetzt wieder sagt, Holzkohle und Gasgrill ist geschmacklich kein Unterschied, dann weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr, aber es ist auf alle Fälle ein Nachmachen wert. Ob man jetzt unbedingt an Rub noch mit draufhauen muss, eher weniger. Also, das war jetzt fast schon zu viel. Aber man kann es ausprobieren. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich weiß nicht, wie weit meine Deutschland-Tour-Videos sind, aber man sieht sich. Ciao.